Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Treffpunkt Gesundheit. Fast ein Jahr ist es jetzt her, dass die beiden Klinikstandorte und damit auch die beiden Notaufnahmen in Kempten zusammengelegt wurden. Und jetzt zieht die zentrale interdisziplinäre Notaufnahme, kurz CINA, wieder um. Die Versorgung der Patienten stand im Mittelpunkt am Tag der offenen Tür des Klinikums Kempten. Für die Besucher gab es einen Blick hinter die Kulissen. So konnten sie erfahren, wie und in welchen Räumen die Patienten versorgt werden. Ein Höhepunkt war die offizielle Einweihung des neuen Klinikanbaus. Ja, wir sind zunächst mal ganz stolz, dass wir heute der Öffentlichkeit die neuen Räumlichkeiten, also die neue interdisziplinäre Notaufnahme und die Radiologie präsentieren können, nach über 24-monatiger Planungs- und Bauzeit. Und wir haben das natürlich ein bisschen kombiniert mit Programm auch für die Besucher und für die Familie. So kann man eben auch für die Kinder ein bisschen was angeboten mit Clowns, mit Basteln, mit Kindergipsen. Und für die größeren Kinder und für die Erwachsenen haben wir dann draußen so Besichtigung von den Einsatzfahrzeugen, von Notarztfahrzeugen. Die neue Notaufnahme wird am 30. September offiziell in Betrieb genommen. Um das zu feiern, hatte man sich für den Tag der offenen Tür einiges einfallen lassen. Feuerwehr und Rettungsdienst zeigten, wie ein Mensch aus einem verunglückten Auto geborgen wird. Zuerst machen sich die Einsatzkräfte ein Bild von dem Unfall und überprüfen, ob der Verletzte ansprechbar ist. Dann stabilisieren sie seinen Hals und schützen ihn vor Glassplittern. Denn um ihn sicher aus dem Auto zu holen, soll das Dach abgenommen werden. Vorsichtig durchtrennen die Feuerwehrmänner zuerst die Frontscheibe, dann trennen sie mit einer hydraulischen Schere das Dach vom Auto. Wenn das Dach vorsichtig abgehoben ist, dann kann der Verletzte vorsichtig aus dem Auto gehoben werden, ohne das Risiko, seine Wirbelsäule zu bewegen. Und auch im Klinikum gab es einiges zu sehen. Man kann halt eben heute auch Räumlichkeiten besichtigen, die man danach nicht mehr besichtigen kann, es sei denn, man kommt als Patient rein, was man natürlich nicht will. Die Besucher wurden beispielsweise durch die neue Radiologie geführt. Neben den frisch eingeweihten Räumen konnten sie auch einen Blick auf die dort verwendete Technik werfen, zum Beispiel Katheter mit Ballons. Damit können Gefäße geweitet werden und sogenannte Stents, also Stützen, die diese Gefäße dann offen halten können. In einem extra abgedunkelten Raum konnten die Besucher kontrollieren, wie genau sie denn ihre Hände gewaschen hatten. Im Schwarzlicht wurde das Desinfektionsmittel sichtbar gemacht. Also ich glaube, das meiste Feedback war heute so ein bisschen an mich eben das Erstaunen, was alles in so einer Notaufnahme passiert, was dort für Geräte platziert sind. Auch die Erklärung, man hat heute auch Zeit gehabt, sich mit dem Personal darüber zu unterhalten, wie funktioniert das eigentlich. Nach zum Beispiel, wenn der Patient reinkommt, wird triagiert, was ist eine Triage, was passiert da. Und das hat die meisten, finde ich, glaube ich, bei meinen Rückmeldungen sehr angesprochen, weil sie gesagt haben, das kriegt man normalerweise eben nicht mit, wie so eine Notaufnahme abläuft und was da für Schwerpunkte in der Behandlung da sind. Die Triage ist eine Ersteinschätzung des Patienten. Dadurch machen sich die Ärzte ein Bild, wie schnell und wo sie den Patienten weiter behandeln müssen. Im Klinikum hatte man natürlich auch die kleinen Besucher nicht vergessen. Sie konnten unter anderem eigene Buttons gestalten. Außerdem waren die Klinik-Clowns auf dem Gelände unterwegs. Die neuen Räumlichkeiten der Notaufnahme, sie standen auch im Mittelpunkt des Tages der offenen Tür letzte Woche am Klinikum Kempten. Okay, Herr Müller, hallo. Wisst ihr, wie alt der Patient ist? 65. Okay, haben wir schon ein Labor oder irgendwas? Ja, ist weg. Ist abgenommen, okay. Herr Müller, hallo? Herr Müller ist kaum ansprechbar und ihm ist schwindelig. Er hat eine Herzrhythmusstörung. Die Krankenschwestern und der Arzt stabilisieren den Patienten und schließen ihn an einen externen Schrittmacher an. Damit im Ernstfall jeder Handgriff automatisch sitzt, müssen solche Szenarien immer wieder geübt werden. Das weiß man auch im Klinikum Kempten und veranstaltet dort regelmäßige Fortbildungen. Also bei den schwerst erkrankten und verletzten Patienten geht es primär darum, nach einem Schema zu arbeiten, um eben nichts zu vergessen, um auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen. A bedeutet die Sicherung des Atemweges, B bedeutet die Beatmung, C bedeutet die Stabilisierung des Kreislaufs. Und nach diesem Schema wird eigentlich immer vorgegangen. Wenn irgendwo ein Problem auftritt, wenn der Patient instabil wird, wird wieder ein Schritt zurückgegangen, wird kontrolliert, gecheckt, ob A oder B irgendein Problem besteht. Wenn nein, wird wieder zu C weitergegangen.
Seit fast einem Jahr arbeiten Internisten und Chirurgen zusammen in der ZINA, der zentralen interdisziplinären Notaufnahme. Gerade durch die Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche entstehen in der ZINA große Vorteile. In 2 Tagen bezieht das Team der ZINA dann auch seine neuen Räume. Der Neubau für die Notaufnahme ist fertig. Auch dafür ist das Training gedacht. Die Mitarbeiter müssen mit den Räumen vertraut werden und wissen, wo was in den Schränken ist. Was einen sehr großen Vorteil bringt, ist die direkte Anbindung an das Röntgen und an das CT. Wir haben in unmittelbarer Nähe jetzt zum Schockraum die Radiologie, die Notfallradiologie angesiedelt, was eine deutliche Zeitersparnis bringt. In Kürze wird auch der Dachlandeplatz wieder in Betrieb genommen. Das heißt, die Patienten, die mit dem Hubschrauber angeliefert werden, kommen direkt bei uns hier in der Notaufnahme raus. Und wir sparen uns doch den lästigen Weg unten über den Park und haben den Patienten direkt und sehr schnell in der Notaufnahme bei uns. Einen Raum weiter übt das Team die Herz-Lungen-Wiederbelebung zusammen mit Lukas. Kein Mitarbeiter, sondern ein Apparat. Der übernimmt mittels einer Sauglocke die Thoraxkompression, unermüdlich und ohne Pause. Lukas hat einen großen Vorteil gegenüber uns als Menschen. Lukas arbeitet ohne Muskulatur. Der Mensch muss 5 bis 6 cm tief drücken, 100 Mal bis 120 Mal pro Minute. Kann man sich vorstellen, dass das Schwerstarbeit ist. Und das ist natürlich mit menschlicher Muskulatur nur eine gewisse Zeit, 2-3 Minuten effektiv möglich. Mit so einem System wie Lukas ist natürlich hier keine Limitierung. Das heißt, Lukas drückt immer bis zu 5,5 cm tief, immer mindestens 100 und entlastet auch den Brustkorb komplett bei der Reanimation, somit dass sich auch das Herz während der Reanimation wieder füllen kann. Über Sensoren vermisst der Apparat den Brustkorb und kann so die 5,5 cm perfekt einhalten. Alle 2 Minuten überprüft das Team dann den Herzrhythmus. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken. Ein weiterer Vorteil von Lukas: Wenn mit dem Defibrillator ein elektrischer Schock durchgeführt wird, muss die Thoraxkompression nicht unterbrochen werden. Lukas interessiert der Stromstoß nicht. Der Rettungsdienst im Allgäu ist sehr gut ausgestattet mit Reanimationshilfgeräten und gerade Lukas ist eigentlich schon seit 2005 in der Region Allgäu vertreten. Mittlerweile eigentlich in Schwaben flächendeckend eingesetzt, in Notarztsystemen genauso wie auf Rettungsfahrzeugen. Und die meisten Krankenhäuser, auch die Notaufnahmen vor allem, haben sich natürlich hier angegliedert, dass die Unterbrechung nicht stattfindet, wenn Lukas draußen mit einem Rettungswagen reinkommt in die Klinik und dann müsste man wieder das Gerät abbauen, sondern hier findet dann einfach ein Austausch statt und somit wird der Patient maximal bestens versorgt. Maximal beste Versorgung, auch im Notfall. Bald geht die neue Notaufnahme am Klinikum Kempten an den Start. Gut ausgestattet und mit trainierten Mitarbeitern. Damit sowas so selten wie möglich vorkommt. Und jetzt gibt's hier wieder die Kinder- und Babygalerie. Thank you.
Herbstzeit ist gleich Wanderzeit und da haben die Allgäuer Alpen ja so einiges zu bieten. Allerdings für Rollstuhlfahrer sind manche Orte nicht gut erreichbar. Eine spezielle Rollstuhlwanderkarte soll da jetzt Aufklärung bieten. Vier Rollstuhlfahrer, deren Begleiter sowie ein Wanderführer sind auf dem Weg zum Christlesee bei Oberstdorf. Die Gruppe wandert auf befestigten Wegen, die auch für Menschen im Rollstuhl passierbar sind. Willi Kappeler leitet diese Gruppe seit vielen Jahren mit Leidenschaft. Es ist eine Vielfalt. Erstens kommen die an Stellen, wo sie gar nie hinkämen. Es kommen ja manche auch mit dem eigenen PKW. Aber die müssen an einem Ort parken und wieder zurück. Und das Schönste bleibt auf der Strecke. Und zum anderen, wenn man so in der Gruppe geht, das ist für die Leute eine Beruhigung, wenn jemand dabei ist. Und das ist, was denen das freie und unkomplizierte Wandern gibt. Frei und unkompliziert. Genau das schätzen die Teilnehmer an den Touren. Und einige von ihnen kommen immer wieder. Ein Grund dafür ist die entspannte Atmosphäre in der Gruppe. Mit dem Christlesee im Hintergrund werden dann noch Bilder für das Familienalbum geschossen. Dadurch, dass wir in der Gemeinschaft laufen, lernen wir Leute kennen. Wir nicht nur im Urlaub, auch dann darüber hinaus schreiben wir uns, telefonieren wir miteinander, verabreden uns dann für den nächsten Urlaub, sodass wir uns auf jeden Urlaub dann immer wieder sehr freuen. Orientierung und neue Ideen für mögliche Ziele schafft eine spezielle Wanderkarte. Verzeichnet sind darin rollstuhlgerechte Wanderrouten. Das Hotel Victoria aus Oberstdorf hat diese Karte entwickelt. Wir haben zwei Rollstuhlfahrer engagiert, die die Wege abgelaufen sind und die Notizen gemacht haben, an welchen Stellen Schwierigkeiten sind in den Wegen und haben dann notiert, wo eine Steigung ist, wie die Wegbeschaffenheit ist. Und das haben wir dann alles zusammengefasst und haben das dann in der Wanderkarte dann umgesetzt. Die Wanderkarte ist auch Vorlage für die Touren, die Willi Kappeler mit seinen Gruppen bewandert. Und diejenigen, die schon des Öfteren in der Allgäuer Natur unterwegs waren, wissen die Wanderungen zu schätzen. Ja, wir freuen uns immer drauf. Vor allem mit unserem Begleiter, dem Willi, den wir auch schon seit vielen Jahren kennen, machen wir also die besten Touren. Und ich muss sagen, es ist manchmal etwas riskant, was wir mit ihm durchführen, aber er führt uns sicher durchs Gelände. Und weil alle immer sicher und zufrieden wieder im Hotel ankommen, steht weiteren Touren nichts mehr im Wege. Auswahl haben sie ja dank der Karte genug. Und das war Treffpunkt Gesundheit für heute. Wir sehen uns gleich zum Treffpunkt Freizeit wieder. Bis dahin.